Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Dead Rising 3 Lowrider. So, wir haben den Benzin im Kofferraum, wollen jetzt Vollgas geben, um das Flugzeug zu tanken und dann so schnell wie möglich aus der Stadt zu verschwinden. So, natürlich haben wir auf dem Weg dahin noch ein paar Leuten geholfen. Zombies angefahren. Das war's eigentlich. Ach ja, und den Schwinger 7 getötet. Boing. Map, map. Wenn man die nur so leicht anfährt mit der Motorhaube, dann fliegen die richtig. Aus dem Weg. Mein Gott, ein Massaker. Bei der Wagen kriegt man mehr Schaden. Mamma mia. Aber das geil gemacht, das Spiel. Das haben sie nicht jetzt zum Beispiel übernatürlich gehalten mit irgendwelche, was weiß ich da. Also ist schon realistisch gemacht, das Spiel. Bis auf die Engine natürlich, wie die Leute hier wegfliegen, die Ragdolls. Sowas zum Beispiel. Kein normaler Mensch spricht sowas Auto. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Hab noch nie jemand angefahren. Wird Zeit, dass wir hier ganz schnell wegkommen. Der Wagen ist schon zur Hälfte im Arsch. Alter Schwede. Da ist jemand am Kommentieren. Aha. Irgendwer kommentiert da gerade fleißig auf Facebook. Fuck nein, der Wagen. Hey, nicht anfassen, okay? Wo soll der denn helfen? Nicht jetzt. Scheiße! Ich hab den Treibstoff! Mach auf, Rhonda! Na endlich! Herrlich! Puh! Rhonda, ich hab das Benzin! Ich wusste nicht, ob du zurückkommst. Und jetzt ist Diego weg. Was? Was? Ich wollte ihn aufhalten. Nein, 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 er hat den Schlüssel. Ich habe schon viel Scheiße erlebt, aber das hier... Ich habe über die Fehler nachgedacht, die ich im Leben gemacht habe. Und das waren viele. Nimm meinen Ex. Das habe ich echt versaut. Da draußen passieren krasse Dinge. Aber ich finde Diego und wir reparieren das Flugzeug. Wir müssen hier weg. Du und ich. Denk dran. Wir sind beide Kämpfer. Ich weiß. Fliehen oder sterben. Wir retten deinen Riesenarsch. Das hat er gesagt. Psst. Zuhören. Ja, uns liegen neue Berichte vor, dass General Hemlock an der ursprünglichen 6-Tages-Frist festhalten will. Nach Ablauf soll die Stadt Los Perdidos zerstört werden. Diese Reaktion folgt auf Berichte, dass Präsidentin Paddock ein Zombie geworden ist. Später mehr dazu. Das ist Quatsch! Ja, wir haben hier so ein ganz kleines Problem. Nächste Kapitel freigeschaltet. Ja! Das kann wohl noch eine Weile dauern. Wir sind richtig gut in der Zeit. 2,5 Tage haben wir erst vorbei. Der Tag bricht, also die Nacht bricht gleich an. Kapitel 5 sind wir schon. Ich könnte mir eigentlich noch so ein bisschen mehr Zeit lassen mit den Leuten. Okay. Hör mal, Baby. Wir haben Benzin. Aber wir brauchen noch ein paar Ersatzteile für das Flugzeug. Habe ich mir irgendwie schon so gedacht. Ein Schwungrad und einen Höhenmesser. Wo sollen wir das auftreiben? Ich habe in den Unterlagen nach einer Art Lager in der Stadt gesucht. In der Zwischenzeit musst du deinen Freund wiederfinden. Ich glaube, er ist zu dem bekloppten Museum zurück. Irgendein Kram, dass er ein Held sein will oder so. Ich muss ihn finden. Die Behörden suchen ihn. Hemlock, glaube ich. Die müssen es nötig haben. Ich glaube, die Regierung hat was Schlimmes mit den Leuten vor. Der Tod der Präsidentin war kein Unfall. Sie wurde getötet von Hemlock. Warum denn? Du hörst dich an wie deine kleine paranoide illegalen Freundin. Hey, hast du sie verraten, um an das Benzin zu kommen? Sagen wir, mir ist was anderes eingefallen.
bist einer von den Guten, Nick. Ich werde Diego finden. Hey, pass gut auf dich auf. Ich habe Angst um dich. Nimm dich vor Diego in Acht. Er hat sich fast die Haut runtergekratzt. Okay. Okay, rausfahren ist wohl nicht mehr drinne. Ich könnte mir ein bisschen TNT mitnehmen. Ja, Brecheisen wäre nicht schlecht, oder? Was? Nein, zieh dir um die Schuhe. Dynamit. Oh, was haben wir denn nach für einen schönen Bauplan? Bombenprügler. Komm, den baue ich mir jetzt mal. So, ran an den Speck. Oh, der knallt bestimmt, wenn der drauf aus. Nett! Super gemacht! Was soll ich damit? Komm, hau du mit dem großen Ding drauf. Nee. Böse nicht, ja gut, alles klar. Oh, ich habe was Schönes gesehen. Was hat da für eine Brille drin? Nee, ich behalte meine Brille. Steht mir besser. Aus dem Weg, Muschi. Okay. Ah, der Wespenmann ist da. Fuck the world! Der Moskitomann ist da. So, erstmal gucken, wo muss ich überhaupt lang? Darüber. Nee, Quatsch. Guck mal, den Zuhälter haben wir jetzt noch. Das lassen wir. Speedfreak. Untersuche den Friseurladen. Da fahren wir jetzt erstmal hin. Nein, 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 nicht absteigen. Steig schön wieder auf. Was soll das denn bitte? Das weiß ich noch nicht, aber mir fällt bestimmt leider was ein. Mein Gott, ein Gemetzel hier vorne. Oh nein! Nehmen wir eine Abkürzung. Ich krieg hier auch keine Luft. Leck mich Arsch! Jeha! Boah, ich muss hier weg. Das ist unnormal, die Leute. Ich krieg selber Scham, wenn ich draufhaue. Die Limousine. Wir brauchen jetzt schon wieder unsere Hilfe. Steven. Stevie Wonder. Map, map. So, dann gucken wir mal. Du müsstest jetzt nichts dabei haben, richtig? Rüber runter. Hilfe! Hilfe, bitte! Was? Irgendjemand! Irgendwer! Glück gehabt. Einen Schuss habe ich noch. Außer dich. Scheiß Timing! Da hat sich so ein Sportler im Yoga-Studio in Sunset verschanzt. Hilfe! Wahrscheinlich Hilfe, ein guter bitte. Kämpfer. Ich glaube, die Alte ist platt. Julia ist gleich weg. Irgendwer! Mund auf, mein Freund. Nein, 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 das kannst du schon behalten, das Ding. Hilfe! Hilfe, bitte! Hau den Stein auf, komm her. Ja, jetzt haben wir kleine Probleme, aber nur ganz kleine. Noch was. Nick, eine Lady mit Kamera in einem Überwachungsraum im Zentrum. Sieht paranoid aus. Greift der eiskalt nach der Flasche. Irgendwer!
Mein Gott, wie viele kommen. Ich lasse den einfach weg, das Gist. Weiß ich nicht. Manche, glaube ich, kann man eigentlich gar nicht retten. So, weiter geht's. Speedfreak, geradeaus weiter. Map, map. Gerade nicht, mein Freund. Aber später eventuell. Ich hab das Zombie-Virus. Mensch, war doch einmal ordentlich. Darf ich schon wieder aussteigen? Drüber. Muss man unbedingt neue Waffe zulegen. Das ist auch im Arsch, die Karre. Ganz schwer im Arsch. Einen Bossfight haben wir wieder. Gehen wir auch gleich schön hin. Bringt nichts. Frage des Gesetzes. Nein. Oh Mann. Ob ich da durchkomme? Nee, wir nehmen das Auto, das machen wir lieber. Verpisst euch! Hoppala! Ja, das war nicht so toll. Am besten laufen wir zu Fuß. Nee, das ist der Highway, da kann ich nicht so weiterfahren. Yay, der Van ist ja auch noch da. Gleich mal einsteigen. Map, map. Lass die Finger, das Ding kann gar nicht auffahren. Einen Klatsch vor die Fresse. Moment mal. Ich muss erstmal gucken, wo ich hier lang muss. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich meine, ich bin jetzt zwar. Ah, guck mal, hier vorne geht's runter. Das habe ich gesucht. Gleich mal um den Kopf getreten. Ach, komm, nicht schon wieder. Hier sind aber auch Zombies ohne Ende. Uah. Wir haben Besuch. Oh ja. Das ist nicht so wenig. Verschwindet! Wer gab es, Ehrengeiz? So, das müsste das Gebäude da vorne sein. Die Körladen? Ey, das ist einfach so ein Fenster geflogen. Die halten meine ganze Karre an, das geht nicht. Bin ja zum Fuß schneller. Schlagstock, super. Oh, was Richtiges, wo irgendwas, wobei der Kopf kaputt geht. Komm her. Oh, Mist. Verpisst euch. Kanonenschlag. Oh, die ist der richtige Kobana. Was ist das hier für ein Gebäude? Ich komme da nicht rein. Boah, Mann. Boah, das werden von Tag zu Tag, werden das hier mehr. Oder mehr oder weniger von Sekunde zu Sekunde. Viele wie hier rumlaufen. Ja! Derek! Muss schnell sein! Wer langsam ist, stirbt! Hey, boah! Schon länger nicht geduscht, was? Nein! Also ja! Hab mich heute bepisst! Ha! Bist du schnell? klar, bin zufrieden. Lügen! Die Welt ist voll davon, Mann! Ich bin schnell! Schneller als du und das ist wahr! Du magst rennen, wie? Selbst mit den ganzen Zombies hier. Oh, ich kann rennen. Rennen, ja, ich kann. Tetoschiss, komm schon, auf die Plätze. Startlinie. Warte, du willst rennen? Dein scheiß Ernst? Achtung, noch nicht. Noch nicht. Fertig? Warte, los! Verdammt! Ist
Typ noch hinter mir, verpiss dich. Fang an zu rennen, schnell. Der Typ ist hinter uns. Hey Mann, fängst du das Mädchen in England? Das Leuchtgeschoss abholt. Wirkt sehr traurig. Oh Mist! Gleich mal durch die Menge. Ich glaube, der ist nicht so schnell gewesen wie ich. Boah, was ist er denn für ein Hulk? Nicht zieh weg! Das letzte Level bricht an. Okay, beruhig dich. Boah, hier nochmal durch, da nochmal durch die Menge. Langsam müsste ich es aber geschafft haben. Da oben nochmal hoch und dann sind wir fertig. Dreifacher Rückwärtssalto. Das sind ja meine Freunde. So, hier sind wir da. Perfekt. Immer noch weiter? Mein Gott. Nur gucken, nicht ranfassen. Komm schon, komm schon. Laufen die alle hin? Die haben irgendwas gesehen. Oh. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh verdammt! Weg von meinem Auto! Immer noch weiterlaufen. Ich dachte, ich hätte das Auto genommen nehmen können. Das brauche ich nicht nochmal. Mal, wie weit muss ich denn hier laufen? Oh nein! Der jagt mich von A nach B, nur für so einen Schiss. Die Zuschauer rasen! Hey! Sorry, man kann nicht immer siegen. Ich renne und sammle Trophäen. Willst du sie sehen? Hier! Gute Arbeit, Team. Als Coach? Nein. Kein Team, kein Job, kein Haus, keine Frau, kein Leben. Alle weg, auf einen Schlag. Einige tot, andere werden vermisst oder verstecken sich. Oh. Holla. Police, taktische Hose. Die Pumpe könnten wir mitnehmen, das tausche ich mal dagegen aus. Was habe ich noch hier dabei? Den suppeln wir eben aus. Dafür nehme ich mir... das hier mit. So, jetzt sind wir gewappnet. Ja, tja, immer weiterlaufen, Mann. So, gleich mal aufskillen. Was haben wir denn hier? Ich könnte noch ein bisschen springen. Benutzen wir eh so ein bisschen mehr. Da ist nichts mehr dran an dem Typen. Was haben wir denn noch in der Gegend, was wir nutzen können? Genau, der hier vorne. Da gehe ich jetzt hin. Scheiße. Boah, ich muss mich einfach mal durchschlagen. Das geht nicht anders bei den Leuten hier. Normalerweise müssen sie sich alle gegenseitig auffallen. Aus allen macht zwei. Vom Arschloch bis zum Augapfel. Mein Gott, das gibt's doch nicht. War ja in Dead Rising 1 schon so blutbeschmiert. Bis zum geht nicht mehr. Oh. Den
Wagen haben sie wohl erneuert, so wie es aussieht. So, wo muss ich jetzt überhaupt lang? Warte mal, ganz kleinen Moment. Auf die Autobahn rauf und dann nur... geradeaus durch. Na gut. Der eine geht mir leider wieder ans Fenster, so wie es aussieht. Ich fahre dich mal am Baum ab. Upsala. Boing. Augen auf im Straßenverkehr, mein Freund. Dass ich einen... Hey, Vorsicht! Er hat sich im Kotflügel verfangen, das steht fest. So, wo muss ich jetzt lang? Auf der linken Spur bleiben. Da bin ich. Wir hatten ein tragisches Ende genommen und ich darf wieder aussteigen, so ein Scheiß hier. Nein, das lassen wir schön. Für dich steige ich extra aus. Du kriegst jetzt die Prügel deines Lebens. Oder auch nicht, du liegst ja schon. Wie so ein Haufen Elend auf dem Boden. Hey, und da ist der neue Wagen. Gleich rüberspringen und einsteigen. Map, map. Scheiße. Leg dich auf die Motorhaube. Das ganze Handgelenk gebrochen. Hey, ich bin da. 100 Meter nur noch. Der Typ kriegt eine Tracht Prügel seines Lebens. So, wir sind da. Alles klar. So, meine Freunde, ich sehe aber auch gerade schon, leider ändern unsere Spielzeit auch heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Dead Rising 3. Es bleibt spannend. Bis morgen.